Dieses Video entstand mit der freundlichen Unterstützung von Telos.de, der Community für Anrufe, Telefonspam und Beschwerden, die uns ihre Scorelisten kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr eben diese Score- oder auch Sperrlisten von Telos.de in eure Fritzbox eingibt. Telos bietet Informationen zur Identifizierung von seriösen oder gefährlichen Anrufen dank der weltweiten Community. Neue Meldungen zu Rufnummern gehen dort im Minutentakt ein und bieten euch damit eine Menge Informationen. Macht euch dazu am besten selbst ein Bild auf Telos.de. Telos hat die am schlechtesten bewerteten Rufnummern zu einem Paket zusammengeschnürt und bietet sie zum Download als Liste an. Diese Liste ladet ihr dann in eure Fritzbox und seid dann auf einen Schlag vor diesen Rufnummern geschützt. Die kommen nämlich nicht mehr zu euch durch. Die Scorelisten kosten 19,95 € und sind 24 Monate gültig. Ihr müsst aber nun nicht alle Listen kaufen, um optimal geschützt zu sein. Die eine Liste für euer Land reicht aus. Weitere Informationen findet ihr hier auf der Produktseite. Habt ihr die Listen gekauft, findet ihr sie als Download in eurem Kundenkonto. Loggt euch dazu einmal ein. Dort angekommen, klickt ihr links im Menü auf Meine herunterladbaren Produkte. Und dann hier in der Bestellhistorie auf Fritzbox Liste Deutschland. Die Datei telos-api-key.pdf wird heruntergeladen. Ich öffne sie gleich. Das PDF-Dokument beinhaltet neben euren Kundeninformationen auch den Produktschlüssel, den wir später brauchen werden. Bewahrt es also gut und sicher auf. Scrollen wir etwas nach unten, finden wir die Download-Links zu den Listen, jeweils unterteilt in Score 7 und Score 8 und 9. Dazu gibt es noch einen Link zur Anleitung, wie ihr das Ganze in eure Fritzbox integriert. Einmal draufgeklickt und bestätigt, öffnet sich eine ausführliche 14 Seiten lange Anleitung. Brauchen wir jetzt nicht weiter darauf einzugehen, das gibt's jetzt ja alles gleich im Video. Eine neue interessante Funktion gibt es für Fritzboxen, die bereits mit dem FritzOS 7.2 laufen. Damit werden die Listen über ein CardDAV-Online-Telefonbuch in die Fritzbox geladen. Die Aktualisierungen erfolgen damit automatisch über die Telos-Server und ihr müsst euch um nichts mehr kümmern. Und genau damit fangen wir jetzt an. Falls ihr es noch nicht getan habt, loggt euch auf eure Fritzbox ein. Klickt dann links im Menü auf Telefonie und auf Telefonbuch. Weiter geht's dann auf der rechten Seite mit Neues Telefonbuch. Als erstes vergeben wir einen Namen für dieses neue Telefonbuch. Sehr kreativ verwende ich hier Telos Scoreliste 7 bis 9. In diesem Telefonbuch importiere ich gleich alle drei Scorelisten. Nicht alle Fritzboxen können allerdings mit so großen Telefonbüchern umgehen, probiert es einfach aus. Markiert als nächstes den Punkt Telefonbuch eines Online-Anbieters nutzen und wählt im Auswahlfeld Anbieter, CardDAV-Anbieter aus. Im Feld Internetadresse gebt ihr https://dav.telos.de/score/7-9 ein. Benutzername ist immer Telos Fritz. Und als Passwort gebt ihr euren Produktschlüssel ein, den Telos API Key. Klickt dann auf OK. Die Fritzbox aktualisiert dann das Telefonbuch. Falls eure Fritzbox mit so einem großen Telefonbuch nicht klarkommt, legt einfach für jeden Score ein eigenes an. Aktualisierung erfolgreich. Weiter geht's. Hier oben sehen wir nun das neue Telefonbuch. Klicken wir einmal drauf
und sehen eine Menge neuer Einträge. Das war der Import, nun müssen wir das Telefonbuch noch sperren, sodass keiner dieser Rufnummern mehr durchkommt. Dazu klicken wir links im Menü auf Rufbehandlung und auf der nächsten Seite auf Neue Regel. Art des Anrufs auswählen. Hier wählen wir ankommende Rufe aus und im Auswahlfeld Bereich Telefonbuch. Dann können wir unser eben angelegtes Telefonbuch auswählen. Klick dann auf OK. So, das war die Einbindung über den CardDAV-Server. Kommen wir nun zur manuellen Integration der Listen. In der Telos API.pdf finden wir, wie vorhin schon gesehen, die beiden Download-Links für die Score 7 sowie für die Score 8 bis 9 Liste. Klickt beide Links an und speichert euch die Listen auf eurem Rechner. Zur besseren Übersicht kopiere ich mir eben eine Liste auf den Desktop. Dann wechseln wir wieder in die Fritzbox und klicken links im Menü auf Telefonie und auf Telefonbuch. Klickt dann auf der rechten Seite auf Neues Telefonbuch. Als erstes vergeben wir wieder einen Namen für das neue Telefonbuch. Ich benenne es hier nach der Liste, die wir importieren wollen, Telos Score Liste 8 bis 9. Der Punkt bei Neuanlegen ist bereits richtig gesetzt. Auswählen können wir natürlich noch keins, also geht's weiter mit einem Klick auf OK. Damit ist das Telefonbuch schon einmal angelegt und bereit für den Import der Score-Liste. Klickt dazu auf den Button Wiederherstellen. Über den Button Datei auswählen suchen wir die eben heruntergeladene Liste und klicken auf Öffnen. Weiter geht's mit Telefonbuch wiederherstellen. Erledigt? Schauen wir noch kurz rein. Ich würde sagen, schaut gut aus. Auch hier müssen wir dann noch die Sperre reinsetzen. Klickt dazu links im Menü auf Rufbehandlung und im nächsten Schritt auf Neue Regel. Bei Art des Anrufs wählt ihr ankommende Rufe aus und im Auswahlfeld Bereich Telefonbuch. Dann wählen wir noch unser neues Telefonbuch mit dem Namen Telos Score Liste 8 bis 9 aus und klicken auf OK. Ab sofort kommen Anrufe aller Einträge in diesem Telefonbuch nicht mehr durch und bekommen die Ansage, der Teilnehmer ist derzeit nicht zu erreichen. Und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.